Ja, liebe Schwestern, liebe Brüder, die Sintflut ist entstanden, weil die Menschen unachtsam waren, weil sie einfach so dahin gelebt haben. Ich denke, das ist ein Bild für uns. Wir leben auch einfach oft nur dahin. Ich freue mich, dass Schaffhausen dieses Motto hat, Gott ist unsere Hoffnung. Und hier dieser Marktplatz, ein Marktplatz der Hoffnung ist. Das Motto vom Bodensee-Kirchentag ist, nach uns die Sintflut. Wir sind verschieden darauf angesprochen worden, ob denn das korrekt ist. Nach uns. Vielleicht müsste man eher sagen, neben uns. Es gibt Menschen, die nicht darauf warten müssen, dass die Sintflut passiert, sondern die jetzt schon in einem Krieg leben müssen, in einer Krise leben oder eine Katastrophe erleben. Sei das äußerlich oder innerlich. Und da sollte unsere Botschaft anfangen an Menschen, die mitten in der Sintflut drin ist. Hoffnung für die Sintflut oder Hoffnung in der Sintflut. Olivenbaumzweigli im Schnabel von einer Taube, das ist seither das Zeichen vom Frieden. Es war das Zeichen von der Hoffnung für den Noah. Ein Zeichen, das er weitergegeben hat seiner Frau und seinen Kindern und seinen Schwiegertöchtern. Der Untertitel vom Bodensee-Kirchentag heisst Marktplatz der Hoffnungen. Solche Zeichen müssen wir weitergeben, dass es Hoffnung gibt, auch in der Sintflut. Hoffnung auch in der Krise, Hoffnung in der Katastrophe, Hoffnung auch in einem Krieg. Unsere eigenen Hemmungen loslassen. Oft kommen dann so Einreden, vielleicht hat er keine Zeit, vielleicht ist ihm unangenehm, wenn ich komme. All das müssen wir übersteigen, dass wir wirklich beim anderen ankommen, ohne sofort Erwartungen zu haben, sondern einfach nur da sind, im Augenblick sind. Dann kann das passieren, was zwischen Maria und Elisabeth passiert. Als sie sich begrüßen, hüpft das Kind in Elisabeth auf. Elisabeth, die ältere Frau, wird lebendig, sie kommt in Berührung mit ihrem ursprünglichen Selbst, mit dem ursprünglichen Bild, das Gott sie von ihr gemacht hat. Sie wird lebendig, wie die alte Frau wird wieder neu, wie ein Kind. Das ist das eine, die junge Frau wird zum Segen für die ältere. Und Elisabeth segnet die jüngere Frau. Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen. Gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Also Wort, das für uns alle gilt. Abmachen. Okay. Und mit Gott über deine Probleme reden. Wie geht das denn? So. Genau, das ist die sportliche Antwort. Weniger Auto, mehr Velo. Wer ist denn heute eigentlich mit dem Velo gekommen? Darf ich das mal fragen? Okay, ich würde sagen, da ist noch Luft nach oben. Du bist
Bodenseerillentag. Und ja, dann kommen Sie hoffentlich noch viele Jahre dran vorbei. Jetzt würde mir gern miteinander einen Segen, Baumsegen sprechen. Freedom is coming, freedom is coming, freedom is coming, oh yes I know. Freedom is coming, freedom is coming, freedom is coming, oh yes I know. Freedom is coming, freedom is coming, freedom is coming, oh yes I know. Freedom is coming. Manchmal finden wir alleine nicht den Weg zurück. Manchmal braucht man eine Hand zum Glück. Manchmal braucht man eine Hand zum Glück. Ja, die Iren sind ja bekannt für ihre derben Sprüche. Besonders schön finde ich auch den Satz: Freunde sind Gottes Entschuldigung für Verwandte. Naja, vor allem, weil die drüber lachen können, die selbst zu diesen Verwandten zählen. Es gibt Methoden, mit denen kann ich mich systematisch unglücklich machen. Und eine der Hauptmethoden heißt: Vergleiche dich immer mit den falschen Personen. Es gibt immer irgendjemand, dem es besser geht als dir, der mehr Urlaub hat, der mehr Geld hat, der gesünder ist, der die intelligentere Kinder hat. Ist lustig, dass das Publikum immer an der Stelle am meisten lacht. Scheint ein echtes Problem zu sein. Da muss man sich nur mal reinsteigern und rums ist die gute Laune dahin. Anleitung zum Unglücklichsein hat sich auch in Deutschland sehr, sehr gut verkauft, obwohl wir Deutschen so ein Buch nicht brauchen. Da rief eine ältere Dame aus der dritten Reihe auf die Frage, wie kommt es, dass wir trotzdem schlechte Laune haben, wenn alles stimmt, rief sie: Da ärgern wir uns, dass wir nichts finden, worüber wir uns ärgern können. Das ist alles gesagt. Sie kennen die Geschichte von Hans im Glück, der erst alles Mögliche verdient und Goldklumpen und dann eintauscht gegen das Pferd, gegen die Kuh und zum Schluss hat er gar nichts. Oder tanzt, dann ist der glücklichste Mensch von der Welt, weil er einfach nur liebt. Dann selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Das meint nicht nur, dass wir den Tod lieber Menschen betrauern, sondern auch unsere eigene verpassten Lebenschancen, zerbrochene Lebensträume, unsere Durchschnittlichkeit betrauern. Dann bekommen wir neuen Boden unter den Füßen. Dann werden wir getröstet und Trost heißt Festigkeit, dann können wir zu uns selber stehen. Das mache ich. Das letzte Hemd ist taschenlos und den Jordan überschreiten wir ohne Mittel, nackt und bloß und ohne die Kalt. Der Mann hat 100 Punkte gewonnen. Sara, 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 S